So, Skaten ist ja auch deine große Leidenschaft. Was bedeutet das Skaten oder dieser auch dieser Sport für dich? Also Skaten ist für mich in erster Linie vor allen Dingen Freiheit. Also ich finde das so cool, weil da gibt es irgendwie keine Vorschriften. So, du kannst skaten, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst. So, du kannst Tricks lernen, auf die du Bock hast. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Und ja, Skaten ist ja auch so ein Ausdruck von Kunst und was so Individuelles. Und das finde ich einfach toll. Also voll mein Ding. Und man lernt auch so viele Dinge fürs Leben beim Skaten, auch so Durchhaltevermögen, Geduld, Dankbarkeit, Vertrauen in den Prozess und super viel, was ich durch Skaten einfach gelernt habe, so in der Praxis, was ich dann auch auf ganz viele andere Aspekte in meinem Leben anwenden kann. Genau, wenn du jetzt für dich überlegen kannst, sei es im Skate-Bereich oder woanders, und du hättest so die idealen Ressourcen für dein Lieblingsprojekt, hast du da eine Idee oder eine Vision, wie dieses Projekt aussehen könnte, wie sich das gestalten würde, für wen dieses Projekt vielleicht auch, also welche Zielgruppe dieses Projekt auch im Blick hätte? Ja, also so mehr oder weniger habe ich da schon eins. Also ich habe eine eigene Marke, so eine Skater-Marke, heißt Skate for Happiness. Und genau, ich mache Grafiken für Klamotten, Skateboards und Sticker und so. Und hinter der Marke steht aber eben auch eine Message. Und die setzt sich aus so drei Komponenten zusammen. Einmal vergleich dich nicht mit anderen, sei dankbar, dass du skaten kannst und Spaß steht im Vordergrund. Also normalerweise ist es auf Englisch, ich habe das mal auf Deutsch jetzt übersetzt. Vergleich dich nicht mit anderen bedeutet halt, dass man eben auch da seine Individualität anerkennt und seinen eigenen Style findet. Jetzt nicht nur auf Äußerlichkeiten, Klamotten oder so bezogen, sondern einfach beim Skaten generell. Und dass, wenn man sich vergleicht, was ja irgendwo auch menschlich ist und wir immer wieder machen, dass man da eben das Gegenüber als Inspiration sehen darf und auch die eigene Individualität da nicht außer Acht lässt und oder sich halt mit sich selbst vergleicht. Und das finde ich super wichtig. Sei dankbar, dass du skaten kannst. Einfach, dass man dankbar ist, auch für Sachen, die wir total oft vielleicht auch einfach schon vergessen haben, dass wir gesund sind, dass wir überhaupt skaten können, dass wir vielleicht jetzt nicht verletzt sind, und das wertschätzen und auch, dass wir überhaupt Geld haben, um uns ein Skateboard zu kaufen. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt aus Afrika, ein Skater, und der hat monatelang auf ein Skateboard gespart und wenn es dann bricht, dann hat er wieder keins. Und die haben teilweise nicht mal Geld, sich Essen zu kaufen. Und da muss man sich eben auch mal wieder bewusst machen, in was für Relationen wir manchmal auch denken. Und dass man da einfach, ja, dankbar ist. Und genau, und Spaß steht im Vordergrund einfach, dass man sich nicht zu sehr auf Sponsoring und Competition und das Ganze fokussiert oder sich nicht darin verliert. Das hat natürlich alles seine Daseinsberechtigung und ist auch cool. Aber dass man da eben das Warum, dass das immer noch der Spaß ist und ja, nicht die Competition und so. Genau. Also das will ich so ein bisschen mit der Marke ausdrücken.